Android M, die nächste große Version des Android-Betriebssystems, letzte Woche auf der Google I.O. vorgestellt. Ich habe mir die Developer-Preview aufs Nexus 5 geladen und möchte mit euch zusammen mal einen kleinen Rundgang machen, was neu ist in dieser Version. Amir von Curved mit meinem Nexus 5, das ich immer wieder gern habe und immer wieder gerne raushole. Das ist ein tolles Gerät und anderes Topic jetzt. Ich hoffe, dass Google im Herbst dann auch wieder ein neues Nexus-Gerät vorstellt und dass das wieder ein bisschen besser, ein bisschen günstiger, ein bisschen cooler wird als das Nexus 6, das ein gutes Gerät war, aber irgendwie nicht so richtig ein Nexus-Gerät war, wie ich finde. So, das jetzt aber dazu. Es geht eigentlich um Android M. Und wie bei Google üblich, wenn die auf der I.O. die neue Version ankündigen, das ist letzte Woche passiert, gibt es zeitgleich auch schon die Developer-Preview zum Runterladen und Installieren. Ich habe das gemacht auf meinem Nexus 5. Wer das nachmachen will, findet zum einen Anleitung zum Flashen von diesen Images bei uns auf curve.de, verlinken wir unten. Sei aber auch gewarnt, das ist natürlich eine Preview-Version für Entwickler. Das heißt, die ist unter Umständen nicht so wahnsinnig stabil, wobei ich die jetzt seit ein paar Tagen benutze und sie läuft stabil. Also ich habe keine Abstürze gehabt, aber seid dessen gewahr, die ist jetzt nicht von Google für den Alltagsgebrauch konzipiert. Wer sich das deswegen nicht traut, und ich rate das eigentlich jedem, der sein Nexus-Gerät, also das auch nochmal zur Erklärung, es gibt diese Preview-Images nur für Nexus-Geräte im Moment. Also ich glaube Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 und den Nexus Player. Wer sein Nexus-Gerät im Alltag benutzt, der sollte vielleicht nicht diesen Preview-Bild da drauf machen, sondern bei Lollipop erstmal bleiben und warten, bis entweder spätestens im Herbst dann die finale Version ausgerollt wird oder Google hat ja versprochen, diese Preview-Version auch schon monatlich mit Over-the-Air-Updates zu versorgen und immer stabiler zu machen. Vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir sagen können, so jetzt läuft aber wirklich alles und irgendwie ein Feature fehlt noch bis zum Herbst dann. Das heißt, wer das nicht machen möchte, der kann jetzt mir einfach zuschauen, wie ich hier mal einen kleinen Rundgang biete und euch einfach zeige, was hier so neu ist. Und dafür gehen wir jetzt mal in die Nahaufnahme. Ich muss ganz kurz bücken, weil mir mein Notizzettel hier runtergefallen ist. So, und das ist im Prinzip jetzt der Homescreen von Android M. Ihr seht, eine der ersten optischen Neuerungen, die anfallen, es gibt ein neues Hintergrundbild. Das ist das. Mehr ist nicht. Wenn ich nämlich jetzt mal hier auf Hintergründe gehe, dann seht ihr, das sind die Standard-Hintergrundbilder, die es halt auch bei Lollipop schon gab. Und das, was jetzt hier gewählt ist, ist eben neu. Ich gehe mal wieder zurück. Na, das ist irgendwie eine Satellitenaufnahme von einer Küste. So, der Reihe nach. Android M, der Name, wofür das M jetzt steht, welche Süßspeise, das hat Google nicht gelüftet auf der I.O. oder nicht so richtig zumindest. Es gab ja bislang, oder es gibt eigentlich in jeder Android-Version einen Trick, wie man das eventuell rausbekommen könnte, und zwar, indem man in die Einstellung geht und dann auf über das Telefon und dann mehrfach auf die Android-Version tippt. Bei Lollipop zum Beispiel war dann halt ein Lollipop, also ein Lutscher im Bild. Hier habt ihr gerade schon im Teaser gesehen, ja, ist halt ein M-Logo. Das heißt, wir wissen immer noch nicht genau, wofür das M nachher stehen wird. Google wird das irgendwann im Laufe des Jahres oder halt erst im Herbst dann beim Rollout bzw. der Präsentation der finalen Android M-Version lüften. Milkshake ist möglich, Marshmallow ist möglich, Macadamia Nut Cookie war mal drin. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil es einfach viel zu lang und umständlich ist. Also ich tippe Marshmallow oder Milkshake wird das sein. So, also das hätten wir uns schon mal angeschaut. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Android M ist ja, ja, es ist natürlich ob der neuen Versionsbuchstaben schon ein Major Release, aber es ist jetzt kein so ein Major Release wie Lollipop. Das heißt, es bringt nicht so wahnsinnig viel neue Features, es bringt nicht so einen großen neuen Look, sondern es ist eher so ein, wie hat Google das auf der I.O. genannt, ein Update, das die Core User Experience, also die Benutzerführung einfach noch ein bisschen streamlined, ein bisschen optimiert, ein bisschen besser macht. Lollipop war gut, Lollipop sah auch gut aus. Ich hatte mal in einem Artikel auf Curve geschrieben, dass mit Lollipop Android jetzt eigentlich in Sachen Usability und in Sachen Look and Feel da angekommen ist, wo iOS halt schon länger war. Also jetzt ist es wirklich nicht mehr irgendwie so ein zusammengebasteltes Nerd-OS, sondern es ist halt ein sehr cooles, sehr benutzerfreundlich und vor allem mit seinem Material Design sehr eigenständiges OS, das wirklich diesen Google-Look, dieses Google-Look and Feel ganz gut wiedergibt und mir persönlich als Android-Fan natürlich sehr, sehr gut gefällt. In diesem Sinne erwarten wir jetzt nicht, und das werden wir auch nicht sehen, jetzt hier die ganz großen Änderungen. Aber es gibt schon ein paar Änderungen, leider ein paar davon noch nicht in dieser Preview-Version drinne. Die erwähne ich jetzt mal zuerst. Eins der coolsten Feature, das uns Google gezeigt hat, ist, nennt sich Now on Tap, und zwar erweitert das den Google Now Suchassistenten, also jetzt spreche ich, das soll er jetzt nicht unbedingt,
Hören, das ist ja Google Now, das kennt ihr soweit, gibt irgendwie Infos, wo ihr seid, in der Nähe, gibt euch auch Infos über Pakete, die unterwegs sind, über Reisen, die ihr gebucht habt, Flugreisen und sowas. Und was jetzt neu ist, das habt ihr gerade gesehen, als ich hier unten drauf gedrückt habe, dass ihr jetzt innerhalb von Apps, auf Webseiten, in Chat-Apps, in E-Mail-Apps, da unten lange auf den Home-Button drücken könnt und dann checkt Google quasi, was wird da gerade angezeigt auf dem Display und gibt euch kontextsensitive Informationen. Also hätte ich hier zum Beispiel einen Chat auf, der irgendwie, indem ich mit jemandem über einen Kinofilm rede oder über ein Restaurant, würde Now on Tap das checken, über welches Restaurant oder über welchen Film wir reden und mir hier entsprechend dann unten Informationen, Zusatzinformationen dazu anzeigen, sprich Karten, Apps, mit denen ich reservieren kann oder IMDb-App, mit der ich mir einen Trailer angucken kann oder sowas. Das ist halt noch nicht integriert. Das Feature wird dann vermutlich auch erst zum Herbst mit dem finalen Rollout kommen. Was ich euch jetzt gar nicht zeigen kann oder nur ansatzweise, ist Android Pay, das kommen wird. Das ersetzt im Prinzip Google Wallet. Also das wird Googles Äquivalent zu Apple Pay und soll, das hat Google nochmal betont, hier steht halt jetzt gar nichts, Google nochmal betont, soll halt Android-weit gelten. Also es ist jetzt nicht was nur für die Nexus-Geräte oder was nur über Google irgendwie funktioniert, sondern es ist halt Android Pay. Das heißt, es funktioniert für jeden OEM-Hersteller, der eben Geräte mit Android rausbringt, der kann Android Pay darauf integrieren. Und genauso ist es mit der neuen Fingerabdrucks-API. Also Fingerabdruckscanner werden immer wichtiger, sehen wir in immer mehr Geräten, sind auch unglaublich praktisch jetzt, wo sie ausgereift sind und zum Beispiel beim Samsung Galaxy S6 oder beim Huawei Exynos Mate 7 sehr, sehr gut funktionieren. Und Android hat dann eben in der M-Version eine native API, auf die App-Hersteller zum Beispiel zugreifen können auch und diesen Fingerabdruckscanner dann direkt ansprechen können, ohne dass sie den Weg über den Hardware-Hersteller, also beispielsweise bislang ist es halt so, Samsung baut einen Fingerabdruckscanner ein und wenn jetzt ein App-Hersteller auf diesen Fingerabdruckscanner zugreifen möchte, muss er halt über Samsung gehen, was für einen App-Hersteller unter Umständen nicht so viel Sinn macht, weil er seine App nicht nur für Samsung-Geräte programmiert und in dem Sinne sagt, naja gut, für die paar in Anführungsstrichen S6-Nutzer mache ich mir jetzt nicht die Mühe. Wenn das aber in Android grundsätzlich integriert ist, kann er einfach diese Android-API ansprechen und hat dann quasi grundsätzlich jeden Fingerabdruckscanner abgegriffen, der in so einem Gerät sein kann. Ich sehe gerade, ich kriege auf meinem Talkband einen Anruf, den ignoriere ich jetzt natürlich. Also, das ist aber auch jetzt hier noch nicht drin, dieser Fingerabdruckscanner bzw. die API. Gut, liegt jetzt aber auch daran, das Nexus 5 hat natürlich keinen Fingerabdruckscanner. Und was noch kommen wird, was jetzt hier natürlich auch nicht ist, hier haben wir einen normalen Micro-USB-Anschluss, Android M wird nativ USB Typ C unterstützen. Das ist ja dieser neue USB-Port, der so multikompatibel ist und mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und schon im neuen MacBook von Apple drin ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die nächsten Nexus-Geräte eben dann auch keinen Micro-USB hier unten mehr haben werden, sondern einen USB-Typ-C-Anschluss. So, das waren jetzt die Dinge, die wir nicht sehen können, weil sie noch nicht da sind. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die wir sehen können. Wir gehen mal auf den Lockscreen. Und da sehen wir eine große Neuerung hier unten. Bislang war da der Shortcut, um die Telefon-App aufzumachen. Jetzt befindet sich da, gehen wir nochmal hier drauf, jetzt befindet sich da ein Shortcut mit einem Mikrofon und der führt direkt in die Google Now-Suche. Für Tracking die Google, ja, das wollten wir jetzt natürlich nicht. Das heißt, manch einer mag jetzt bemängeln, ja, jetzt ist aber der Shortcut zum Telefonieren gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das final so bleibt. Offensichtlich ist das jetzt halt erstmal so drinne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich kann natürlich über das Google Now oder OK Google Kommando halt auch die Telefonie-App aufrufen. Insofern ist das schon immer noch mit drin. Aber da müssen wir abwarten, ob das in der finalen Version dann auch so aussieht. Ansonsten sehen wir hier, der Schrifttyp der Uhr und des Datums und des Wochentags hat sich auch ein bisschen geändert. Gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit und Geschmackssache. So, dann entsperren wir doch mal und gucken uns die nächste große optische Neuerung an und das ist der App Drawer. Der scrollt jetzt nämlich nicht mehr horizontal, sondern vertikal und ist dann hier so nach Buchstaben sortiert. Man kann hier auch rechts dann einfach so hoch und runter scrollen und man kann natürlich hier oben direkt nach einer App suchen. Also wenn ich jetzt mal Netflix suche und dann muss ich eigentlich nur, ja, seht ihr, ein Buchstabe reicht schon, dann wird mir das hier angezeigt, je nachdem, wie viele Apps man natürlich installiert hat. Ist Geschmackssache, ich persönlich bin aber auch ein Gewohnheitstier und war deswegen eher ein Fan des horizontalen Scrollens, des vertikalen, erinnert mich so ein bisschen, HTC hat das in seiner Sense-Oberfläche, fand ich nie so richtig gut, aber vielleicht ist es wirklich auch einfach nur eine Gewöhnungsgeschichte. So, bleiben wir doch mal bei den Apps und kommen mal zu den Permissions. Das ist ja eine, also die App-Berechtigung, das ist ja eine der größeren Dinge,
die Google jetzt in Android angepasst hat. Es gab verschiedene Hersteller, die in ihrem UI das schon gemacht haben, Huawei zum Beispiel. Die hatten da schon Software drin, womit man die Berechtigung, die jede einzelne App so erfordert, einzeln nochmal ein- und ausschalten konnte. Jetzt kommt das eben auch Android-weit. Das heißt, ich gehe hier auf Apps, nehme jetzt zum Beispiel mal, ja, nehmen wir Amazon Music. So, und dann gehe ich hier auf Berechtigungen. So, und jetzt, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die tatsächlich nicht viele Berechtigungen braucht. Wir müssen mal eine andere nehmen, die ein bisschen mehr Berechtigungen braucht. Nehmen wir doch mal, ich will jetzt keine Werbung hier für irgendeinen Carsharing-Anbieter machen. Deswegen nehmen wir, was nehmen wir denn? Ja, IMDb, die hatten wir ja schon. So, jetzt gehe ich hier nochmal. Ist das ein bisschen... Das ist jetzt auch nicht gerade ergiebiger gewesen. Netflix. Ach, entschuldigt, ich klicke die ganze Zeit aufs falsche Menü. Ich muss natürlich hier den Eintrag, ich habe auf Benachrichtigungen. So, das war jetzt aber wirklich ein falsches Beispiel. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf IMDb. So, sorry, ist ja auch neu für mich. Hier sind die Berechtigungen, die will nur den Standort haben. Auch kein gutes Beispiel. Und dann gehen wir doch wieder zurück. Was hatte ich am Anfang gewählt? Amazon Music. Berechtigung. Ja, okay, das, ihr seht aber, was ich meine. Also hier würden jetzt noch viel mehr stehen. Das sind jetzt die Telefonberechtigungen, die das Gerät möchte. Die kann ich jetzt aus- oder abschalten. Ich kriege dann immer den Warnhinweis, dass die App aber für eine ältere Version von Android, also natürlich für L oder noch davor, Lollipop oder noch davor designt wurde und eventuell Probleme macht, wenn ich das hier abschalte. Das sollte sich peu à peu dann verbessern, wenn die Apps eben auf Android M angepasst werden. Und ich kann dann hier, wenn jetzt hier noch Orte stehen würde oder Kamera oder sowas, beziehungsweise also Orte nicht hier Location, kann ich das einzeln abschalten. Und es soll auch so sein, dass es mir bis jetzt aber noch nicht passiert, dass ich bei der Installation nicht diese ganzen Berechtigungswust bekomme und den einmal abnicke, sondern beim Benutzen einer App, sobald die dann auf ein bestimmtes Feature zugreifen will, da nochmal die Nachfrage bekomme, hier, weiß ich nicht, in einem WhatsApp-Chat, ich will ein Foto verschicken, hier die App will gerade auf die Kamera zugreifen, ist das okay? Und dann kann ich es in diesem Moment, zumindest beim ersten Mal, nochmal ein- oder ausschalten bzw. erlauben. Also das ist auf jeden Fall ein lang ersehntes und auch sehr, sehr gutes Update, dass viele Nutzer hier jetzt einfach Berechtigung von Apps einzeln nochmal verwalten und verweigern können, ohne die komplette App deinstallieren zu müssen, wenn sie eben mit bestimmten Features nicht zufrieden sind. So, und dann noch eine Sache zu den Apps. Das ist ein kleines Feature, das sehr praktisch ist. Bislang ist es so gewesen, dass wenn ich einen Shortcut auf dem Homescreen hatte, konnte ich nehme jetzt einfach mal, nehmen wir mal hier was raus, und zwar nehme ich mal, was brauche ich denn hier gar nicht? Ja, ich nehme jetzt einfach mal Google Plus, spaßeshalber. So, bislang war es so, wenn ich vom Homescreen aus eine App gehalten habe, konnte ich die maximal entfernen. Das ist jetzt bei Google Plus auch so, weil das halt eine Google-eigene App ist. Das heißt, das Entfernen bedeutete aber nur, der Shortcut auf dem Homescreen geht weg. Die App wird davon nicht deinstalliert. So. Wenn wir jetzt mal eine Drittanbieter-App nehmen, ich nehme jetzt mal Kindle zum Beispiel, so, dann kann ich jetzt auch deinstallieren. Das heißt, die App wird direkt vom Homescreen deinstalliert und ich muss nicht mehr erst in den App-Drawer gehen und sie von da aus nach oben schieben, um sie zu deinstallieren. Ich deinstalliere die jetzt mal und dann wird die deinstalliert. Also das ist sehr, sehr praktisch für Leute, die halt auch... Okay, das ist jetzt eine Sondermeldung vom ES-Datei Explorer, das gehört nicht zu Android M. Für Leute, die einfach viele Apps auf dem Homescreen liegen haben und von da einfach mal deinstallieren wollen, ohne die dann jedes Mal erst im App-Drawer zu suchen. Ein weiteres Problem, das Lollipop hatte, war die Lautstärkeregelung über die Lautstärke-Tasten. Also, wenn ich unter Lollipop hier einfach die Lautstärke runtergedrückt habe, dann kam das und mehr war halt nicht. Und dann gab es ja auch noch das Problem mit dem komplett lautlos Modus, den gibt es immer noch nicht. Jetzt kann ich hier auf diesen Pfeil und kann dann die Lautstärkeregelung für Medien und für den Wecker nochmal einzeln anpassen, ohne dazu komplett ins Lautstärke-Menü gehen zu müssen. Was halt weiterhin nicht geht, ist, ihr seht, wenn ich ganz runterschiebe, geht es in Vibrieren. Und wenn ich vorsichtig nur runterschiebe, also dass ich quasi kurz vorm Vibrieren bin, so, dann sieht es jetzt aus, als ob er lautlos sein könnte, aber ihr seht, der springt dann wieder hoch. Das heißt, einen Lautlos-Modus gibt es leider immer noch nicht. Da würde ich mir wünschen, dass Google das bis zum finalen Release dann auch noch reinbringt. Also ich will nicht nur
leise und Vibration. Ich will auch lautlos ohne Vibration haben. Fände ich zumindest gut und ich glaube, das ginge vielen Zuschauern auch so. So, dann gab es noch eine große Verbesserung, was die Akkulaufzeit angeht. Und zwar nennt sich das der Doze-Modus. Der ist jetzt standardmäßig aktiviert. Das heißt, den kann ich euch hier jetzt nicht in dem Sinne zeigen. Was der macht ist, anhand einer Abfrage der Sensoren, der Lagesensoren des Gerätes, zu erkennen, ob das Gerät gerade in meiner Hosentasche ist oder benutzt wird von mir oder ob das jetzt länger liegt, ruhig liegt. Das heißt, es liegt jetzt für eine Stunde oder es liegt jetzt für die ganze Nacht. Und das erkennt Android dann und kann dann Apps in den Tiefschlaf versetzen und dadurch noch mehr Strom sparen. Wenn ihr für bestimmte Apps das nicht wollt, dann geht ihr... Nein, Entschuldigung, das war in den Apps. So, ich nehme jetzt zum Beispiel mal meinen Circle Alarm. Entschuldigung, ich war doch wieder falsch. Ja, das ist halt so, wenn man sich neue Betriebssysteme anguckt. Das ist nämlich hier oben in dem Hamburger Menü. Da gibt es jetzt Optimierung ignorieren. So, und da werden mir jetzt alle Apps angezeigt, die den Doze-Modus ignorieren dürfen. Das ist aktuell halt der Download-Manager, der Google Play Store und die Google Play-Dienste. Das macht auch Sinn. Ich kann mir jetzt auch alle Apps anzeigen lassen. Jetzt gehe ich mal auf Amazon Music. Da ist Optimierung ignorieren ausgeschaltet. Das heißt, Amazon Music würde eben in so einem Tiefschlafmodus dann auch nicht mehr aktiviert sein. Wenn ich jetzt aber sage, nein, ich will aber, dass das die ganze Nacht, also warum auch immer, bei Amazon Music macht das jetzt nicht viel Sinn, dann kann ich es hier einfach anschalten und dann würde das diesen Doze-Modus ignorieren und halt weiterhin normal laufen. Gut, das ist nachher dann eine Einstellungssache bzw. eine Präferenzsache des Nutzers, der einfach gucken muss, welche Apps sollen die ganze Zeit laufen. Also Push-Nachrichten funktionieren natürlich trotz Doze-Modus immer weiter. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Grund, wo man sagt, nee, die soll bitte nicht in Tiefschlaf gehen und muss dann halt gucken, was die gute Balance zwischen Energiesparen und ja Always On sein. Google selber sagt ja, dass dieser Doze-Modus halt die doppelte Akkuleistung oder Laufzeit bringen soll. Also sie hätten das mit einem, was war das, ein Nexus 6 oder Nexus 9 ausprobiert und kämen halt mit Android M auf doppelte Laufzeit verglichen mit Android L. So ganz so knallhart wird das nicht sein, erfahrungsgemäß. Da ist immer natürlich viel Werbung oder Marketing dabei. Aber ihr seht jetzt hier schon, ich habe das Ding seit heute Morgen um 6 etwa laufen und habe 23% Akku verbraucht. Gut, es ist keine SIM-Karte drin. Das heißt, der ist jetzt hier nicht groß am Mobilfunksignal suchen, aber sieht erstmal ganz gut aus. Ich werde da demnächst noch meine meine SIM-Karte reinmachen und dann das tatsächlich auch nochmal im Alltag benutzen und dann mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber erstmal bin ich da optimistisch. So, bei den Apps gibt es auch noch einen RAM-Manager. Dazu gehe ich jetzt mal auf Chrome und dann gibt es hier Speicher. Nein, das war wieder das Falsche. Daten. Wo war denn dieser? Oder war der hier oben? Nein. Nein, natürlich, jetzt fällt mir wieder ein, wo der eigentlich war. Speicher. War der da? Systemprozesse oder erweitert? App-Benachrichtigungen, Systemprozesse. System ausblenden. Gut, Kinder, ich finde den jetzt hier nicht. Es gibt auf jeden Fall einen RAM-Manager, da könnt ihr auch nochmal genauer schauen, wie viel Speicher so eine App belegt und wie viel Speicher sie belegen darf. Den finde ich jetzt leider auf Anhieb nicht, man verzeihe mir. So, dann gibt es noch in Sachen Usability ein Feature. Ich mache mal kurz eine Webseite auf. Kleinen Moment, ich muss mal gerade warten, was hier angeht, nicht, dass hier komprimierende Webseiten noch offen sind. Wir gehen mal auf eine der besten deutschen Tech-Seiten und dann tippe ich mal hier drauf. So, und die Textmarkierung funktioniert jetzt Wort für Wort. Das heißt, ich halte hier rein und dann seht ihr, ja gut, jetzt habe ich hier unpräzise, weil ich hier um die Ecke gucke. Okay, es funktioniert nicht so, wie es gezeigt wurde. Also bei der Google-Präsentation war es tatsächlich so, dass der immer Wort für Wort vorgesprungen ist. Fand ich aber ohnehin nicht so gut. Also mir ist es eigentlich lieber, ich kann Buchstabe für Buchstabe, weil vielleicht will ich hier halt bestimmte Zeichen aus irgendeinem Grund raus haben, weil ich ein Wort im Singular statt im Plural haben will. Das soll aber irgendwie kommen, dass das dann Wort für Wort markiert wird. Ob das was bringt, sei dahingestellt. Dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit bei den Hotspot-Features. Also
jedes Gerät kann ja auch als Hotspot, als WLAN-Hotspot dienen, wenn man eben ein Gerät ohne Internetverbindung hat und tethern möchte sozusagen. Das, eine große Neuerung ist jetzt, die auf dem Nexus 5 natürlich nicht funktioniert, ist, dass ich hier unten das Band festlegen kann. Also standardmäßig 2,4 GHz, aber es gibt ja auch 5 GHz WLANs und das könnte ich hier auswählen. Beim Nexus 5 geht das nicht, weil das Nexus 5 halt 5 GHz nicht unterstützt. Nexus 6 kann das aber zum Beispiel. Und dann könnte ich da eben auch ein 5 GHz Netzwerk erstellen, wer so etwas braucht. So, und dann haben wir last but not least zwei Theming- bzw. ja, Individualisierungsoptionen. Und zwar kann ich, das muss allerdings erst über die Developer Options freigeschaltet werden, ich habe das schon mal gemacht, kann ich hier ganz unten System UI Tuner, da kann ich die Quick Settings verschieben. Also die Quick Settings sind ja das, was kommt, wenn ich die Benachrichtigungsleiste runter und dann nochmal ein Stück runterziehe, dann habe ich hier so Schnelleinstellungen, also womit ich Mobilfunk abschalten kann oder die Drehung oder sowas. Und wenn ich jetzt sage, also manches ist mir zu weit unten, ich brauche hier oben eher den Hotspot-Button, dann drücke ich hier drauf und dann passiert nichts, muss ich hier auf, so, jetzt gehe ich nochmal auf zurücksetzen. Achso, okay, das läuft nicht fliegend. Das heißt, ich mache es nochmal, ich mache jetzt übertragen und dann ziehe ich den dahin, wo ich ihn hin haben will und dann wird er da hingesetzt und alles wird nach hinten verschoben. Also so kann man halt die Quick Settings dann auch nochmal anpassen, je nachdem, wie man sie haben möchte. Ist eine Kleinigkeit, aber nützt vielleicht manchem was. So, und dann gab es noch, und das muss ich jetzt tatsächlich auch wieder suchen, weil ich nicht mehr genau weiß, wo das war, ein sogenanntes UI-Theming-Feature, aber eventuell war das auch in den Entwickleroptionen drin. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Design, hier. Da kann ich jetzt zumindest die Systemmenüs auf dunkel stellen und dann sieht das halt so aus. Also sieht auch ganz cool aus. Ja, für manch einen ist das eventuell wegen Energiesparen interessant, wobei es halt auch nicht richtig schwarz, die sind trotzdem beleuchtet, die Pixel. Also bei einem AMOLED-Screen wäre das unter Umständen interessant. Ihr seht aber, das bezieht sich wirklich nur auf die Menüeinstellung, weil alles andere, AppDrawer und so, bleibt weiterhin hell. Ja, das ist es eigentlich. Also mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es noch ein paar versteckte Optionen, die dann später dazukommen. Aber im Prinzip ist das so ein erster Rundgang durch Android M, so wie es zum aktuellen Stand aussieht. Und ja, damit beschließt sich unser kleiner Rundgang dann hier auch durch die neue Version. Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Es läuft auch relativ stabil soweit. Man kann es im Alltag benutzen. Ich habe halt noch keine SIM-Karte eingelegt. Das werde ich die Tage dann machen und dann auch ein bisschen damit telefonieren und dann natürlich auch nochmal gucken, wie die Akkulaufzeit sich so verhält. Aber insgesamt kann ich sagen, ich bin ganz angetan von Android M. Es ist halt nicht jetzt die große Revolution, die Android L zum Beispiel brachte. Das ist aber auch gar nicht notwendig, sondern es ist ein Streamlining im Kleinen. Ein paar Sachen fehlen mir noch. Ich sagte das bei der Lautstärkekontrolle zum Beispiel. Da würde ich mir den Lautlosmodus zurückwünschen und vielleicht auch auf dem Lockscreen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sprachsuchbutton so unbedingt den Telefonie-Button ersetzen sollte. Aber da hat Google ja noch Zeit, da vielleicht auch auf Entwickler-Feedback oder vielleicht auch auf Nutzer-Feedback oder vielleicht auch auf Journalisten-Feedback zu hören und gewisse Dinge nochmal umzustellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Android M dann in der finalen Version noch bringt oder noch streamlined. Und vor allem bin ich gespannt, was diese Dinge, die ich am Anfang erwähnt habe, also der Fingerprint-Sensor, die Android Pay API, was hatte ich noch, Now on Tap, USB Typ C, was das für Nexus-Geräte dann bewirken wird. Also ich freue mich jetzt schon richtig, ohne überhaupt irgendwas Konkretes dazu zu wissen, auf die nächsten Nexus-Geräte, die kommen werden. Ich habe so ein Bauchgefühl, als ob die zusammen mit Android M wieder richtig toll werden werden. Ich bin Amir von Körf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch, teilt es mit euren Freunden. Abonniert unseren Kanal, da gibt es noch viel mehr Videos rund um Android, iOS, Digitales, Hardware, Software, Games, alles Mögliche drin. Schaut da rein und ansonsten lest Curve.de, da gibt es dann die ausführlichen Berichte. Wir haben gerade zur Google I.O. relativ viel über Android M geschrieben, über die neuen Features, über Android Pay und vor allem auch darüber, was das für Android bedeutet, was das für Google bedeutet, wo man hin will. Also man kann da ja immer sehr viel Prognostisches auch draus ziehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.